Dann Servus und herzlich willkommen zur Mittagszeit und der nächsten digitalen Pressekonferenz der Schanzer vor unserem Donauderby in Regensburg, das am Samstag um 14.03 Uhr ansteht. Zuschauertechnisch sieht es so aus, dass uns rund 1.100 FCIler mit nach Regensburg begleiten. An der Tageskasse gibt es aber auch noch Tickets und natürlich auch noch der Querverweis, dass Magenta und BR das Ganze übertragen. Neben mir schon unser Cheftrainer Michael Kölner und wir starten in die PK mit einem kurzen Update. Was war die letzten Tage so los und wie sieht es aus mit unserem Personal? Ja, servus zusammen. Ja, fangen wir mit Personal an. Schröck und Seidler machen Fortschritte, werden alle Voraussicht nach dann nächste Woche wieder teilweise zumindest ins Mannschaftstraining zurückkehren. Testro und Guevara haben mit Laufen angefangen. Also wie gesagt, von dem her hoffen, dass es ein bisschen länger dauern, dass sie auch irgendwann mal zurückkehren. Ansonsten haben wir außer Fröde, der am Wochenende gesperrt ist, zwei Spiele Sperre bekommen hat, dann alle Mann an Bord. Das ist jetzt so der aktuelle Stand, also sollte jetzt bis Samstag nichts mehr passieren. Letztes Spiel, kann man sich sicherlich jetzt heute immer nur über den Schiedsrichter aufregen, aber was bringt's? Was mich da bei den Dingen halt dann nur immer stört, so, wenn der Schiedsrichter einen sehr, sehr guten Blick hat, unmittelbar zur Szene schaut und sieht die Dinge nicht, das macht ihn dann ein Stück weit auch wütend. Aber am Ende ist das Spiel rum, wir haben das Spiel verloren. Es macht sicherlich jetzt wenig Sinn, die Dinge beim Schiedsrichter zu suchen oder sich jetzt über irgendwas zu beklagen. Fakt ist, wir haben die letzten Wochen nicht die Punkte geholt, die wir uns vorgestellt haben. Von dem her, wie gesagt, liegt die Verantwortung einzig und allein bei uns und in erster Linie natürlich bei mir als Trainer. Also geht es dann, die Dinge am Samstag in Regensburg besser zu machen, aggressiv dort aufzutreten, dort in Regensburg einen Fight anzunehmen, der ein Derby-like ist. Und das ist am Ende das, was für Samstag zählt. So ähnlich werden es natürlich die Regensburger auch sehen. Und die sicherlich auch in den letzten Wochen mit ihren Punkteausbeute nicht zufrieden sind. Von dem her, glaube ich, würde man sich einfach packen, das Derby kann man sich schon einstellen, weil beide Mannschaften wieder gut machen brennen. Beide Mannschaften zeigen wollen, dass sie deutlich besser Fußball spielen können oder deutlich bessere Ergebnisse einnehmen können, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Vielen Dank. Dann seid ihr jetzt an der Reihe und könnt gerne die ersten Fragen stellen. Das macht Bernd König vom Kicker. Bitte schön. Muss in die Runde. Morgen, Herr Kölner. Meine Frage wäre jetzt mal, das war jetzt die vierte Niederlage in dem Jahr gegen Viktoria Köln und jeweils gegen die Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte. Gibt es da irgendeine Erklärung dafür? Ist das eine Kopfsache? Unterschätzt man Mannschaften dieser Art oder ist das reiner Zufall? Zufall? Also zufällig glaube ich jetzt mal nicht unbedingt, weil da bist du glaube ich schlechter aufgestellt, wenn du dich mit Zufällen beschäftigst. Sicherlich hat jeder Spiel seine eigene Geschichte und ich glaube, dass wir gegen Viktoria Köln mit 11 gegen 11 nichts zugelassen haben, stabil gespielt haben, auch mit 11 gegen 10. Also erst die Viertelstunde nach der Halbzeit war, glaube ich, in Unterzahl richtig gut. Nach 60 Minuten 7:0 Ecken für uns. Also mit zwei, drei richtig guten Chancen, glaube ich, waren wir gut im Spiel drinnen. Wir haben leider dann ein bisschen uns dann aus dem Konzept mit dem 1-1 bringen lassen und kassieren dann, glaube ich, auch zu billig dann das zweite und dritte Tor. Von dem her, glaube ich, kann man nicht jetzt immer alles dann jetzt in dem Fall auch auf den Schiedsrichter schieben, sondern wir müssen da schon uns selber an die eigene Nase fassen. Vier Niederlagen in dem Jahr ist, glaube ich, sicherlich eine sehr, sehr schlechte Bilanz. Das wollten wir, glaube ich, über den Jahreswechsel anders gestalten, das Frühjahr. Fakt ist, jetzt ist es so. Großartig jetzt zu hadern, glaube ich, bringt nichts, sondern wir müssen jetzt den Anschub bringen am Samstag und müssen schauen, dass wir am Samstag im Derby eine Top-Leistung auf den Platz bringen und dann zumindest am Samstag wieder mit den Punkten anfangen und sich jetzt nicht damit zu beschäftigen, jetzt halt, was war jetzt der Schuld, sondern wir wissen, dass wir zu einfache Tore kassieren. Das sind drei Tore gegen Viktoria Köln zu Hause im eigenen Stadion. Und wenn du mit 5 Mann Unterzahl spielst, darf dir das nicht passieren. Von dem her, wie gesagt, ärgert mich das natürlich, dass wir so ein Spiel am Ende weggeben. Sicherlich am Sonntag jetzt ärgert man sich natürlich primär aufgrund der Emotionalität, sicherlich über den Schiedsrichter, über die sehr, sehr krassen Fehlentscheidungen, über die Häufigkeit dieser Fehlentscheidungen,
und natürlich auch die spielentscheidenden Fehlentscheidungen, aber am nächsten Tag musst du oder auch dann Stunden danach geht es trotzdem wieder den Blick nach vorne zu richten. Was müssen wir verändern, was müssen wir anders machen, damit es am Samstag in Regensburg wieder zu 3 Punkten reicht. Sie sprechen ja den Samstag schon an gegen Regensburg, also die starken Mannschaften oder die, wo in der Tabelle weiter oben stehen, eine am FC Ingolstadt jetzt denken. Was macht Regensburg so gefährlich und hat man im Endeffekt sie zur richtigen Zeit vielleicht jetzt aufgekriegt, wo sie nicht diese Serie haben wie in der Hinrunde, wo sie ja mehr oder weniger fast jedes Spiel in Folge gewonnen haben? Ja, die haben fast über längere Zeit am Widerspiel gewonnen, ob jetzt in der letzten Minute oder vorher schon. Also von dem her, glaube ich, haben sie in der Vorrunde, glaube ich, etwas überperformt, haben einen riesen Lauf entwickelt und haben den Lauf natürlich auch lange halten können. Das ist außergewöhnlich für die Vorrunde, aber jetzt sieht man auch, dass sie natürlich jetzt auch einfache Spiele verlieren. Spiele, die eigentlich du als Tabellenführer gewinnen solltest, aber ich glaube, dass es völlig normal ist in der Liga, dass du Schwankungen unterliegst, dass du am Ende sieht man an anderen Mannschaften, Dresden jetzt und Mannschaften, die top aufgestellt sind, die am Ende mit starken Schwankungen am Ende zu kämpfen haben. Ob das der Regensburg jetzt richtig kommt oder nicht, ist mir jetzt relativ egal. Also Fakt ist, für uns geht es am Samstag darum, egal gegen wen wir spielen, dass wir am Ende wieder zurückkommen, dass wir besser spielen, dass wir besser verteidigen, dass wir ein aggressiveres Spiel an den Tag legen und ein Spiel, wo vor allen Dingen ein besseres Ergebnis rauskommt. Und das ist am Ende das Wichtigste und das, was im Vordergrund steht, ob es jetzt zufällig geht, ist am Samstag gegen Regensburg, die sicherlich jetzt nach den letzten Spielen auch wieder gut machen aussehen, die jetzt in den letzten Spielen ja noch genauso ihren Punkten hinterherlaufen und am Ende jetzt einen satten Vorsprung vorne verspielt haben. Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, sondern meine Aufgabe ist am Ende einzig und allein liegt darin, Ingolstadt meine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen, dass es am Samstag um 16 Uhr, dass wir auf jeden Fall dann mehr Punkte als aktuell auf dem Punktekonto haben. Danke. Danke dir, Bernd. Ja, ich habe schon damit gerechnet. Matthias auch vom Funkhaus Ingolstadt hat die Hand gehoben. Jawohl, danke schön. Herr Kölner, beide Teams Ingolstadt und Regensburg haben in den letzten 4 Spielen nur einen Punkt geholt. In Regensburg, die sind nach wie vor Erster, da nennt man das wahrscheinlich dann Delle, solange sie Erster sind. In Ingolstadt ist es die Frage, ist es eine sportliche Krise, eine Ergebniskrise oder für Sie weder noch? Beides. Also ich glaube, dass wir Krise ist immer ein falsches Wort, aber am Ende haben wir zu wenig Punkte, also liegt es am Sport, liegt es auf unserem Fußballspiel, also wir können nicht jetzt immer jede Woche erzählen. Bei einem Spiel war es ein Blackout vom Spieler, beim anderen war es jetzt der Schiedsrichter. Das interessiert am Ende auch keinen mehr. Also, und das sind die Erklärungen, die dann immer ein Stück weit dazu Ausreden führen. Und das mag ich nicht, sondern ich mag die Dinge aktiv beeinflussen. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr beeinflussen. Also geht es darum, dass wir heute, gestern war ein guter Einstieg in die Woche, und jetzt hat eine kurze Woche, durch das haben wir Sonntag erst gespielt und jetzt geht es darum, dass wir heute und morgen nochmal gut trainieren. Und am Ende am Samstag zeigen, was die Mannschaft leisten kann. Ich glaube, dass wir deutlich bessere Ergebnisse einfahren können. Aktuell fahren wir sie rein. Also bist du hinter den Erwartungen, des Vereins, hinter den Erwartungen der Fans. Aber wir sind vor allen Dingen hinter unseren eigenen Erwartungen. Das ist das Schlimmste, wenn du deine eigenen Erwartungen bist und also musst den Arsch bringen und musst schauen, dass du am Samstag die Dinge wieder so hinbekommst, dass am Ende 3 Punkte auf deiner Seite stehen. Das wäre für uns das Maximalziel. Und wie schaffst du das? Ja, musst fighten, musst kämpfen, musst alles dafür tun. Von dem her, wie gesagt, glaube ich schon, aufgrund der Ausgangssituation beider Mannschaften, das wird ein packendes Spiel werden. Und ich glaube, dass sich beide Mannschaften 0,0 schenken werden. Sondern jeder versucht am Ende wieder nach der, ob es jetzt eine sportliche Tal ist, ein Ergebnis da ist, ob es eine sportliche Krise ist, ob es eine Ergebniskrise ist, das ist sicherlich ein bisschen Wortklauberei. Aber Fakt ist, beide Mannschaften haben in den letzten 4 Spielen 1 Punkt geholt und beide Mannschaften werden brennen drauf, dass es am Samstag für sie in die andere Richtung geht. Wir brennen jetzt auf die Frage von Benny Sünkmund von der Neuburger Rundschau. Was hast du für uns vorbereitet, Benny? Ja, es geht ja nach dem Regensburg-Spiel auch noch weiter. Es sind noch 10 Spiele zu spielen. Unter welchem Motto steht denn jetzt die,
die restliche Saison? Ist das schon so eine Testphase für die neue oder rechnet man sich schon nochmal etwas aus, dass es auch nochmal tabellarisch was gehen kann? Also, jetzt die Saison auszuholen und sowas, das wäre das falsche Signal. Also, ich glaube, in erster Linie steht einmal für uns das Derby an. Da ist einmal völlig tabellarisch ausgeblendet. Es gibt am Samstag gegen Regensburg sicherlich 3 Punkte, aber es ist ein Derby. Wir haben in dem Jahr unser drittes Aufeinandertreffen auf Regensburg. Wir haben einmal im Pokal dafür gesorgt, dass wir weiterkommen. Das war für uns wichtig, auch aufgrund der jetzigen Tabellensituation, dass wir die Hand weiterhin am DFB-Pokal halten und da die Hand dran haben. Jetzt geht es am Ende darum für uns natürlich auch, dass wir nach der bitteren Heimniederlage, die ärgert uns nach wie vor, dass wir jetzt in Regensburg wieder punkten können. Ja, und dann geht es einfach jetzt Spiel für Spiel zu zeigen, dass das, was wir in den letzten Wochen abgeliefert haben, am Ende nicht unser Bild ist, dass wir da eine bessere Mannschaft haben, dass wir besser aufgestellt sind, als das, was wir jetzt in den letzten Wochen an Punkten eingefahren haben. Das ist am Ende das Ziel, was wir jetzt haben. Und dann schauen wir mal in den nächsten Wochen, wie wir dieses Ziel am Ende erreicht haben was wir in den nächsten Wochen punktemäßig eingefahren haben. Und wenn wir uns grundsätzlich präsentieren, dann kann man sich dann auch mit den restlichen Spielen in der Saison beschäftigen. Hast du noch eine Frage, Benni? Dankeschön. Aktuell nicht mehr. Alles klar. Dann macht Gottfried Sterner vom Donaukurier weiter. Ja, servus in die Runde. Herr Kölner, ist denn für Sie schon klar, wie Sie den Ausfall von Lukas Fröde auffangen? Nein. Wir haben noch 2-mal Training. Also haben wir gestern mal ein grundsätzliches Bild von der Mannschaft verschafft. Wer so aktuell gut im Saft ist, wer momentan in allen Bereichen, was das Fußballspiel ausmacht, auf der Höhe ist. Das wird heute genauso weitergehen. Und dann schauen wir am Ende, wer dann die richtigen Elf sind, die am Samstag im Derby auf den Platz gehen. Hätte ich noch eine Nachfrage dazu. Der Lukas Fröde hat ja jetzt mehr als einziger oder als einziger Sechser gespielt, nominell zumindest. Ist das Überlegung, das auch zu ändern und möglicherweise dann mit 2 Sechsern das aufzufangen? Oder wollen Sie so an Ihrem Grundgerüst auch so festhalten? Also grundsätzlich ist so, alles ist möglich, Herr Sterner. Alles ist möglich. Ich würde mir gerne natürlich Einblicke verschaffen, was sich momentan bewegt und überlegt. Ich glaube, da müssen Sie sich auf den Couch ein bisschen fester hinsetzen. Da wird es ein bisschen reindrücken. Das kann man leider nicht, weil es hören ja trotzdem immer noch andere mit. Und macht es auch wenig Sinn, dass das morgen dann im Donaukurier steht, auch wenn ich ein Fan von der Zeitung bin und da gerne reinschaue. Dann mein Hirn dann da drinnen aufzuschneiden und da reinzulegen. Also das können wir mal zu anderer Stelle machen. Also von dem her, glaube ich, geht es darum, dass wir uns bestmöglich vorbereiten wollen und müssen schauen. Also wie gesagt, unser Captain fehlt, ist ein Ankerspieler bei uns, keine Frage. Und sicher ein Spieler, der ein enorm wichtiger Faktor für uns ist. Und deswegen, wie gesagt, muss man schon am Ende ein bisschen querdenken. Unsere Prinzipien, wenn wir spielen, werden wir sicherlich beibehalten. Also ich glaube, dass wir jetzt nicht davon abrücken wollen, was uns ausmacht, für was wir stehen, dass wir das in den Spielen nicht zeigen wollen, aber ich glaube, an Systematiken oder wie wir am Ende dann trotzdem im Gleichgewicht bleiben wollen in dem Spiel, da muss man sicherlich drüber nachdenken. Aber es gibt verschiedene Optionen. Simon Lorenz kehrt nach der Gelbsperre wieder zurück. Das ist sicherlich wichtig für uns, nachdem jetzt dann defensiv wichtiger Anker mit Lukas ausfällt. Aber wie am Ende dann die Organisation auf dem Platz ist, das müssen wir dann mal schauen, auch was das Training liefert. Sicherlich bei Regensburg kommen wieder wichtige Spieler zurück, mit Geiblum, mit Fiete, die werden sicherlich von Anfang an spielen. Torwart wird alle voraussehen und die Nummer 1 wird wieder zurückkehren. Also von dem her wissen wir schon, was uns erwartet und werden uns auch richtig darauf vorbereiten. Aber am Ende müssen wir schauen, wie wir jetzt so die nächsten Tage am Ende auch vom Training durchkommen und wer dann am Ende auch den besten Eindruck macht, damit wir einen Sieg in Regensburg feiern können. Da tun Sie es ja auf einer anderen Position leichter, was zu sagen. Und zwar Pascal Destro fällt ja leider noch ein bisschen länger aus. Was hat das für das Spiel bedeutet, beziehungsweise wie ändert sich es? Mit Dittken und Gönning haben Sie jetzt 2 verschiedene Varianten. Können Sie dazu mal ein bisschen was sagen, was Ihnen da besser gefällt und was es für eine Art gibt?
besser oder schlechter ist immer ein blöder Ausdruck. Also, weil ich glaube, es gibt kein besser und schlechter, es gibt dort eine andere Struktur. Jeder Spieler, den du veränderst, gibt eine andere Struktur. Wir haben keine zwei gleichen Spieler in unserem Kader. Das gibt es in keiner Mannschaft, sondern du, einer fällt aus und sicherlich fällt mit Paco natürlich bei uns ein sehr, sehr erfahrener Spieler aus, der natürlich schon einiges im Fußball erlebt hat, der dementsprechend natürlich auch, also auch, denke ich, auch am Sonntag gegen Viktoria Köln wäre seine Erfahrung wichtig gewesen, auch jetzt um äußere Umstände ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Und von dem her, wie gesagt, fehlt natürlich so ein Spieler. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir mit Sebastian Gröning im Winter noch einen Spieler nachverpflichtet, der sicherlich jetzt auch schon in der einen oder anderen Spielen oder Situationen seinen Wert unter Beweis gestellt hat, aber trotzdem halt ein neuer Spieler bei uns im Kader ist. Und mit Maxi Dittke haben wir jetzt einen Spieler, der halt eine unfassbare lange Ausfallzeit gehabt hat und am Ende einen niemand gewusst hat, wie er zurückkehrt. Und Gröning ist jetzt sicherlich der Spieler, der sicherlich jetzt diese robuste Art ins Spiel einbringen kann, diese Intensität einbringen kann. Dittken ist sicherlich ein völlig anderer Spielertyp, ein Freigeist ein Stück weit, ein Spieler, der individuell sehr, sehr viel kreieren kann, der Überraschungsmomente kreieren kann, der sicherlich auch eine unheimliche Nervenstärke hat. Das hat ja gegen Köln jetzt auch nicht bloß bei dem Strafstand der Beweis gestellt, sondern egal wie viele Spieler auf ihn zulaufen, der verliert jetzt nicht unbedingt so schnell die Orientierung oder die Übersicht, sondern der hat maximales Selbstvertrauen in sich selber und ist dadurch natürlich auch ein Unterschiedsspieler, sicherlich auch in der Liga. Aber er ist halt sehr, sehr lange ausgefallen und da müssen wir jetzt, wie gesagt, auch schauen, was passt jetzt halt fürs Wochenende. Aber wir haben jetzt nicht bloß die zwei, sondern es werden sicherlich auch mit Ali Lokiki, haben wir, glaube ich, jetzt auch in der letzten Woche, der jetzt auch einen guten Einsatz gehabt hat gegen Viktoria Köln, im Pokal gegen Türkgücü unter der Woche ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also jetzt drängen sich schon die einen oder andere Möglichkeiten auf. Leider ist jetzt, den habe ich vorher vergessen, Ogi Dragulic, der jetzt von der U19 bei uns jetzt schon im Kader war, gegen Ulm sein Debüt gefeiert hat, gegen Türkgücü sicherlich ein sehr, sehr gutes Spiel im Pokal gemacht hat. Leider jetzt auch aufgrund der roten Karte, was dann schwierig, so einen jungen Spieler dann einmal zu bringen, weil dann andere Dinge im Vordergrund gestanden sind. Der ist jetzt leider erkrankt in der Woche, das wird jetzt eng werden gegen Regensburg, weil der heute auch nicht trainieren kann. Also von dem her sieht man, dass wir da sicherlich auch noch unterschiedliche Möglichkeiten haben. Mit Dennis Zeitler kehren nächste Woche wieder ein Spiel ins Training zurück. Aber wie gesagt, jeder Ausfall tut am Ende weh, weil du da in deiner Entscheidungsvielfalt am Ende ein Stück weit dann reduziert bist, aber die Spieler gestern waren extrem aggressiv beim Training und waren gut unterwegs und die werden wir heute nochmal richtig reinbringen ins Training, damit sie zeigen können, was sie drauf haben und dann sind wir, bin ich guter Dinge, dass wir am Samstag die Dinge dann auf den Platz bringen können. So, von Gottfried war es das jetzt wohl, Hand ist unten. So, jetzt war eine kleine Lücke über oben aufmachen und reinschauen lassen. Machst du nochmal bei irgendjemandem eine Lücke auf? Schauen wir mal. Alles geklärt. Sieht nicht so aus. Gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich in großen Teilen in Regensburg um 14.03 Uhr, da unser Donauderby. Ansonsten vielleicht beim Auslaufen und allerspätestens nächste Woche. An der Stelle macht es gut. Ciao, servus.